Der wird erzählt. Ich bin da nicht so nachtragend. Ich wollte es einfach mal erklärt wissen. Tut mir leid, Leute. Aber ich habe jetzt gerade die Schnauze voll von den blöden Monstern. Ich will hier weiterkommen. Und ach, das habe ich gesetzt? Ja. Tut mir leid. So. Dann gucke ich schon mal das erste Zeug hier. Oh, meine Augen. Meine Augen. Ah, meine Augen. Geht's? Irgendwie. Guck mal im Dorf, da wo zwei Öfen sind, da ist Lava. Hast du denn schon Lava? Ja, ich habe schon Lava. Er spielt ja auf eine Kiste an, die da sein sollte. Aber er glaubt, ich glaube, er meint irgendein Dorf, wo wir schon waren, weil sonst würde es meistens nicht auf der Karte angezeigt werden. Alles klar. So, bei mir jetzt kommen alle an, sie würden gerne bei TL City machen. Mitmachen. Wie gesagt, bei der Community-Geschichte, da sind ja bestimmt wieder. Was soll man dazu nehmen? Also, ich denke mal, 16 Leute würde ich Minimum einladen. Und ich denke. Sakamaru sagt, du sollst den Shader bitte ausmachen. Ich weiß nicht, ob das auf die Allgemeinheit zutrifft, aber er findet, das stört vielleicht oder so. Hi, Sakamaru übrigens. Warum soll ich den Shader ausmachen? Wegen einem Grund, der triftig genug ist und der macht es vielleicht. Ja, manch einer mag den Shader nicht, manch einer mag den anderen Shader irgendwie mehr. Und, aber ich finde deinen eigentlich ja noch relativ dezent zu dem, was noch so sonst gibt. Ich finde. Ach, leck mich doch. Wo war denn jetzt dieses hässliche Skelett gewesen? Im Wasser oder was? Echt jetzt? Wer im Brunnen ist, sollte nicht schießen. Cooler Tim, wie ist das gemeint? Sprichst du auf euch an, also die Community oder so, oder meinst du, ob der Pirat das aufnimmt? Painatron 2? Auch sehr interessant. Ich habe jetzt gerade die Frage nicht gelesen. Er hat geschrieben, kann. Nee, das war erst darüber. Müssen wir das aufnehmen, TL City? Nein! Wenn jemand da irgendwas aufnehmen möchte. Ich bin da immer total flexibel. Wenn also jemand meint, er möchte irgendwas aufnehmen, kann er es gerne machen, wenn er mit mir aufnimmt. Aber, tue ich ja auch nicht. Genau. Letztlich ist das eigentlich eher so eine Sache. Okay, Zucker. Ich versuche mal gerade hier noch ein bisschen was zu finden. Ein bisschen Guckzeugs haben wir jetzt. Potion of Healing, sehr gut. Eigentlich ist es mehr so eine Sache, ja, weiß ich nicht. Dass wir in dieser City eben halt weiter aufbauen. Ach, da ist eine Kiste. Hat eine Kiste gefunden unter einem Wasserbehälter. Zwei Äpfel, aha, Clay. Ja gut, Äpfel. Der Shader ist gut, nur nervt auf die Dauer. Ein Sakamaru. Was nervt denn davon? Also soll, wenn ich jetzt so. Ist eben zu grell oder so. Keine Ahnung. Spielen wir noch Ender Games, fragt Pia. Ja, wie viel haben wir es denn jetzt gerade? 21.20 Uhr. Bam, 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 bam. Also wir gleich sogar schon eine gute Stunde am Stream, oder? Ja, ich guck mal gerade. Naja, wir haben. Haben wir 10 Minuten später angefangen erst? Also, ich hab schon vor, so sag ich mal, jetzt noch 10. 15 Minuten machen wir hier weiter. Jetzt ist es auch noch Regen, ey. Ich krieg die Krise. Oh, das snappt. Tut mir leid, Leute. Ich weiß, es ist. Toggle Down Fall heißt die Scheiße doch, oder? Ja. Genau. Ich werde sicherlich noch so hier 10, 15 Minuten irgendwie, wenn wir hier das noch machen. Und danach werden wir. Ja. War ich jetzt schon überall drin? Miss Früchte Cocktail geht off. Oh. Schreibt gute Nacht. Eine gute Nacht wünsche ich ebenfalls. Schlaf gut. Mir auch. So. Nacht. Der Fischkopf ist da. Nur mit den Piraten. Moin, Fischkopf! Vielleicht hat der Spielpirat Lust, mit dem Fisch eine Runde Ender Games zu spielen, während der dann aufnimmt. Jo, Fischkopf. Uah. Verzieh dich. Scheiße, ich bin ja fast tot. Whoop. Wenn sobald ich nicht mehr gleich tot bin, einen Moment. Ich flieg bei Gewitter mit dem Drachen in die Luft. Bin ja bescheuert. So, ja, Fischkopf. Gerne. Ich würde vorschlagen, wir sehen uns, ich denke mal, ja, so Pi mal Daumen um
35, maximal 40 wäre ich auf Gomme. Dann können wir gerne eine Runde in der Game spielen. So, ich bin jetzt gerade die ganze Zeit eigentlich nur noch am Chat gucken. Jo. Ich habe ein paar Möhren. Wir können auf jeden Fall Schweine schon mal züchten und so weiter. Ja, ich habe hier gerade, wie viel ist das? 5 gekochtes Schweinefleisch, 5 mal gekochtes Chicken und 12 mal gekochtes Lamm. Nein! Der Mief ist auch da. Scheidenkleister, nein. Bist du gestorben? Ja, weil ich die falsche Taste drücke, vom Drachen runtergebrettert bin. Oh nein. Und ich war noch nicht erholt. Ach. Oh, der war mies. Puh. Hast du gerade mitbekommen, Mief ist da. Hi Mief! Cool. Sorry, ich versuche gerade meine Sachen zu retten. Und ich habe keine Ahnung wo. Er ist gerade seelisch am Ende. Ich bin richtig seelisch am Ende. Ah, der Plastikpirat, ja. Bist schon in Rente gegangen? Ja, fast in Rente. Jupp, das klingt aber zu stark. Wir sehen uns auf jeden Fall. Scheibenkleister. Wo ist denn jetzt mein Drache? Müsste irgendwo sein, aber ich weiß nicht, wo meine Sachen Wahrscheinlich sind. Wahrscheinlich ist er gleich hinter dir. Aber sind da. Ist das ein Todespunkt? Ja, der ist jetzt hier gerade wieder bei unseren Betten. Ist das ein Todespunkt? Ist das ein Todespunkt? Ja, Mann. Nice. Ja, das ist ja der Dingsbums hier, ne? Ich glaube, die Sachen bleiben in den Dingern da gespeichert. Den hier, wie heißen sie? Grabstein. Den muss ich nur kaputt machen, ne? Ich meine schon. Dann geht jeder auch kaputt. Ich bin nämlich. Ja, okay. Danke. Hervorragend. Ja, man hat gerade auch geschrieben, hast alle Zeit der Welt wegen dem Grabstein. Ach, hab ich ganz vergessen. Wirklich ganz vergessen. Der packt auch alles. Kann es sein, dass du das alles wieder genau dahin packt, wo es vorher lag im Inventar? Kann sein, bin ich mir nicht sicher. Doch, bis auf die Rüstung, die er dann dazwischen quetscht. Ja, klar. Wow, wow, wow. Oh, mir ist was runtergefallen, glaube ich. Tja, dankeschön, Mief. ja, ihr könnt gerne dazukommen. Kein Problem mit EG. Bip, 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 bip. Depression oder Styler, definitiv. Du hast die Zeit, aber dankeschön. Gut, gut, gut. Sticks, da ist noch ein Apfel gewesen, den ich auf jeden Fall noch mitnehmen möchte. Ach komm, hau doch ab, du blöde Spinne. Wo bist du? Vielleicht schaffen wir heute noch die 30 Zuschauer zu knacken. Wir hatten eben gerade 31. Wir haben gerade 8. Ja? Ja. Juhu! Ich freue mich. Das ist ja mal eine schöne Sache, definitiv. So, packen wir das noch weg. Und... Huah! Ach komm, echt jetzt? Ein Creeper mit Bob der Baumeisterhelm? Den habe ich gar nicht erkannt. Also wirklich. Enderman. Ach, und das auch noch direkt neben einer Schlucht. Cool. Ey, mein Drache ist echt, ey, der ist total nice. Ohne Scheiß, ich warte nur darauf, dass meiner schlüpft. Geh mal kurz gucken, ob der schon da ist, vielleicht. Super, super. Jetzt nochmal nach Hause, wenn ich jetzt vom... Ach, warte mal, ich muss da, glaube ich, eine andere Sicht... Weil irgendwas kriegt gerade mit dem Ei ab. Ich glaube, der schlüpft gerade. Wo bist du? Unten? Nein, nicht schon wieder. Das Ei, das wackelt gerade und... Bist du an der gleichen Stelle, wo wir damals auch waren? Wenn du runterfliegst und dann auf der kleinen Insel, du siehst mich wahrscheinlich hier noch irgendwo. Da oben fliegst du, ne? Ja? Ja. Ich bin unter dir. Ach da wo auch Monster und so daneben sind? Ja. Ach, weil das hin und her springt, ne? Ja, und das, wenn du nah rangehst, wirst du auch so knacken und so. Wie geil. Ich werde Papa. Ja, yeah, Mann. Niklas, ein bisschen früh, oder? Mal ganz ehrlich. Ach jo. In solch jungen Jahren schon Papa werden? Je nach mitten im Leben oder so. Die RTL-Generation. So. Ich hoffe nur nicht, dass wenn er schlüpft, irgendwie in Hi, der Benny. Wand packt. Tachchen. Jo, Fischkopf, sieht wirklich interessant aus. Also macht definitiv Spaß. 111 Mods ist echt eine richtig volle Sache. Und, aber das ist echt nicht ohne. Was? Die Trauer, okay. Bip, 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 flieg mal hoch zu den Wolken und bau dort mal die Wolke ab. Fischkopf, man kann hier morphen. Sag mal, hat jetzt der Drache gerade was kaputt gemacht oder warst du das? Nee, das war schon ich. Ich wollte nicht, dass er irgendwie in der Wand spawnt und dann erstmal stirbt oder so. Quatsch, der kann auch ertrinken.
Genau, ist dieser Morph-Dings. Ich weiß nicht, ob wir alle, vielleicht am Anfang noch nicht, und später kommt nochmal so ein bisschen, ja, so Community-mäßig dann eben halt auch nochmal im TS. Etwas, dass wir da wieder einen eigenen Raum haben. Am Anfang erstmal, glaube ich, die ersten Runden noch nicht der Fall. Ich kann echt die Wolken abbauen, Leute. Ja, das kann man wirklich. Das sollte ich nur machen, weil ich kann nichts im Inventar, also wenn mein Inventar leer ist. Ich trottel. Aber man kann sich nicht draufstellen auf die Wolke, ne? Doch, kannst du auch. Ich glaube, du sinkst dann bis zur untersten Wolke ab. Okay. Ist ja krass. Was macht man damit? Was kann man mit Wolken machen? Ich glaube, die kannst du abbauen und... Ja, abbauen kann ich so. Irgendwo anders hinsetzen und dann, keine Ahnung. Hast du eine Wolke bei dir zu Hause vielleicht liegen? Ja, eine Wolke braucht jedermann, oder? Definitiv. Ja, auf jeden Fall. Cool. Gehen wir dann alle auf TS? Ja, alle auf TS. Pipapopo, der Spielpirat. Jupp, jupp, juhu. So, wo sind wir denn jetzt gerade? Da sind wir gerade. Oh, ich kann nur bei dem Ei stehen bleiben. Nein, es wackelt noch heftig, aber wird immer heftiger, habe ich das Gefühl. Wollen wir mal schlafen gehen oder nicht? Ja, vielleicht braucht er ja Sonne. Genau, der Drache braucht Sonne. Ja, Hühner brauchen auch Wärme, um zu schlüpfen. Ja, cool, wenn du einfach schlafen gehst. Doch, so halt denkt Minecraft nicht. Du kannst machen, was du willst. Geh einfach schlafen. So, ab ins Bett. Oh, Mann. Ah, kannst du noch was trinken? Mhm. Dir ist schon bewusst, dass deine Facecam die Map verdeckt. Schreibt gerade Fischkopf. Weißt du, wie oft ich diese Facecam verschiebe? Es geht mir so auf den Senkel, weil egal welches Spiel ich spiele, die Facecam ist immer im Weg. Boah, aber danke dir auf jeden Fall. Die Wolke kannst du als Absorber für Fallschaden nutzen, schreibt gerade der Lohmann. Und Bleni LP, wir spielen gerade Attack of the Beaten. Das ist eine Mob, die du im Technik Launcher downloaden kannst. Stört es hier? Weiß nicht, ob es da drüben jetzt gerade stört. Ich glaube, unten rechts stört es relativ wenig oder so. Mein Drache ist geschlüpft. Echt? Mein Drache ist geschlüpft. Der sieht so süß aus. Hey, danke dir auf jeden Fall, Fischkopf. Ich hab's jetzt mal geändert. Ach, ich scheiße, ich bin da gar nicht gemorpht, ich Trottel. So. Jetzt morphen wir wieder. Genau, genau, genau. Wo bist du denn gerade? Wo bist denn du? Da unten. Hier. Bei meinem Drachen. Ich hab schon wieder vergessen, wo die Insel ist. Direkt vor unserer, wenn du gerade von unserem Betten aus... Ich bin ja schon da. Ich bin ja schon... Oh, was ist das für ein Drache? Feuerdrache. Ach, geil. Das ist aber, glaube ich, relativ selten ein Feuerdrachen, oder? Ja, ich kann's halt. Ah, ich finde meinen Walddrachen cool. So. Ja, wo ist er überhaupt? Dein Walddrache hat keine Chance gegen meinen Feuerdrachen. Nein, mein Feuerdrache, er rennt weg. Nein! Genau, geh du erstmal angeln, Freundchen. Geh du erstmal angeln. Ja, ich glaube, das bringt in so jungen Jahren noch nichts. Man muss erstmal wachsen. Hi, Blendy IP. IP. Ich bin in der Informatik einfach hängen geblieben, glaube ich. LP meinte ich eigentlich. Möwen. Also, Wasser, ich hoffe, das tut ihm nichts. Er macht gerade irgendwie im Wasser und Sand. So. Na, jetzt stirbt dich Raste aus. Ja, hoffentlich nicht. Mein Niveau hier behalten. Halt, Drachen! Du hast mich jetzt gerade erschreckt. Super, komm her, Schweinchen. Komm. Der schwimmt nicht gerade hoch. Was tut er nicht? Er schwimmt irgendwie unterm Meeresboden. Oder am Meeresboden, besser gesagt. Ach Mann, kann ich jetzt hier nichts verteilen? Ja, ist auch klug. Aber da bewegt er sich wenigstens nicht fort. Wo ist die Angel? Das weiß ich nicht. Bestimmt nicht in meinem Inventar. Tut mir leid. Egal, ich baue mir eine neue. Wir haben ja genug. So, wo ist das Schwein? Schweinchen! So. Schweinchen? Da bist du. Komm mit. Komm mal hier rein. Mal put, put, put. Wir gehen ja noch eine Angel. So. Okay. Fisch brauchte man, ne? Wie klug war das denn jetzt gerade? So, Fisch braucht man. Genau. Genau, 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 genau. Wir haben jetzt noch ein paar Schweine hier. Und dann haben wir die wenigsten. Wir werden doch wohl noch einen Sattel haben, oder?
Haben wir noch ein Schwein? Die ganze Action nur noch für 2-3 Schweine oder was? Nee, ah, cool. Kommt mit. Kommt, Freunde der Sonne. Ich warte auf euch. Und dann haben wir gleich wieder ein bisschen Mittagessen. Ihr habt wenigstens Freilandhaltung. Haben die meisten eurer Artgenossen nicht im Real Life. Also bitte. Kein Stress. So, kommt alle rein. Kommt, ich habe hier extra einen Drachen für euch als Spielkamerad. Der macht direkt Roastbeef aus euch. Komm, los jetzt. Ja, genau. Fisch brauchen wir. Komm. Oh, ihr... Das ist jetzt blöd, wenn ich sage blöde Schweine. Komm rein. Komm. Ich hasse es. Schwein durch ein Tor zu kriegen ist echt ätzend. Ist bei allen Tieren so. Oh. Gott. Aber manchmal klappt es, weißt du? Das nervt mich total. Ich hab da die Möhre hier. Ich mache gerade mit dem Fisch raus, wenn es geht. Komm rein. Oder ich versuche den einfach. Was? Kommt jetzt This rain doesn't follow your commands? Wieso das? Komm rein. Komm rein. Muss man da irgendwas, ich wollte nicht aussperren. Was war denn jetzt los? Der Drache doesn't follow your commands. Ich kann ihm nichts geben. Der muss erstmal groß werden. Sicher? Ja. Okay. Ja, ja. Oh, hervorragend. Komm, wir haben jetzt ein paar Schweine. Wir haben jetzt 6 Schweine schon. Das heißt, wir haben bald genug hier, um zu züchten. Entschuldigung, Leute, ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Es ist so schwer, mit Schweinen klarzukommen. Ja, Fischkopf beschwert sich, er hört immer seinen Namen. Es wird Zeit für Endergames. Du hörst immer deinen Namen. Wer bist du überhaupt? Und woher? Wo kommst du her? Und so. Wo gehst du hin? EG. Endergames, bitte. Endergames. Haben wir jetzt genug? Haben wir jetzt genug von? Wir haben 35. Muss ich jetzt echt zu meinem Wort stehen? Jo, stehe ich. Leute, es war schön mit euch. Attack of the Beat Team. Dafür steht er mit seinem Namen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ich esse noch den letzten Apfel, den ich habe. Den essen wir jetzt auch. Hervorragend. Essen noch eine Möhre? Nee. Tomate haben wir noch. Ach Quatsch, reicht schon so. Mal sehen, was für Endergames. Endergames. Attack of the Beat Team kommt in den nächsten 3 Tagen wieder. Einzeln die Folgen. Und dann quitten wir mal gleich das Game, wenn wir normales Minecraft gestartet haben.